Ja, Pirmin, wir sind jetzt hier in deinem Auto. Wo fahren wir denn hin? Ja, wir fahren zur MHH in die Kinderklinik, Krebsstation. Und ja, besuchen mal die Kinder. Macht das eigentlich in jeder Stadt, wo ich bin, seit Jahren. Ich habe die Situation selbst durchgemacht, von dem her sicherlich für viele ein Beispiel, was Kraft gibt. Das habe ich in den letzten Jahren einfach gemerkt. Und deshalb, wenn es dann hilft und wenn ich auch merke, das kommt an, dann bin ich da gerne auch ein Ansprechpartner und erzähle meine Geschichte und mein Weg, weil das dann ein ähnlicher Weg ist, wie die Kids durchmachen. Das musste ich auch durchgehen und meine Eltern. Und habe einfach gemerkt, dass es sehr viel Kraft gibt. Ich sage, glaube ich, oft genug, dass die Gesundheit das wichtigste Gut ist, was wir haben. Und ich habe jetzt heute ja, ein wunderschönes Leben, genieße da jeden Tag. Und natürlich weiß ich, was ich damals für ein Glück gehabt hat. Also die Ärzte in den ersten Stunden haben mir noch 10% Überlebenschance gegeben. Und natürlich weiß man, was für ein Glück man hatte und hat, und das schätze ich auf jeden Fall. Ja, das ist echt ein großes Ding. Also man hat, glaube ich, in erster Linie nur die Krankheit irgendwie in den Augen, aber was alles so dran hängt, ist dann ja auch ein riesen Ding. Also das ganze Umfeld ist natürlich dementsprechend auch darauf eingestellt. Ich hatte zum Beispiel oder habe immer noch zwei Geschwister, die älter sind. Meine Älteste, die Schwester, die ist schon zur Schule gegangen. Das muss ja auch weiterlaufen. Mein Papa musste weiter Geld nach Hause bringen, weil das natürlich auch alles gekostet hat. Meine Mama wollte einerseits immer bei mir sein, andererseits mussten, wie gesagt, zu Hause musste auch alles weiterlaufen. Von dem her war das nicht immer so einfach handzuhaben. Und damals, vor 30 Jahren, waren natürlich die ganzen Einrichtungen auch noch nicht so weit. Ja, also ich bin mir natürlich bewusst, was das heißt und was ich da auch für ein Glück hatte und einfach auch tolle Menschen an meiner Seite, dass ich das überstehen konnte. Aber heutzutage, wenn ich mal irgendwo ein Problem habe, ja, bin ich einfach einer, der dann eher durchbeißt und sagt, komm, das kann jetzt nicht ganz so schlimm sein, hast ja auch anderes schon überlebt. Von dem her, ja, also es schwirrt nicht mehr in mir rum und ich habe da auch keine Angst mehr. Das ist natürlich wichtig gewesen, auch für mich irgendwann das hinter mir zu lassen, aber nicht, dass ich das verleugne, sondern es ist ein Teil von mir. Aber ich habe dann gesagt, du bist ein Kämpfer und nimm das Positive mit. Und das hat mich natürlich auch das ganze Leben begleitet. Ja, also ich habe da immer mal wieder einige Projekte am Laufen, wenn da mir eine gute Idee auch kommt. Und eine coole war natürlich das Projekt Meine Hilfe, mein Club. Da habe ich dann quasi der Vorreiter gemacht und gesagt, für meinen Club pro Punkt spende ich einen Betrag X und da aufgerufen, dass da viele Kollegen mitmachen und viele Personen sonst. Und ja, war eine richtig tolle Story. Es kam dann am Ende über 100.000 Euro dabei heraus und hat natürlich ja, hohe Wellen geschlagen. Ja, ist auch eine ganz tolle Einrichtung. War wirklich auch wieder beeindruckend, wie viel Engagement dahinter steckt, wie viele Leute da einfach auch ihre Zeit und ihre Kraft investieren. Und das kann man gar nicht hoch genug, glaube ich, einschätzen. Und ja, man hat wieder mal natürlich gesehen, dass die Kinder, glaube ich, die Stärksten immer in der Situation sind. Das ist toll zu sehen, wie die damit umgehen. Und ich habe über die vielen Jahre jetzt einfach auch die Erfahrung gemacht, dass das den allen hilft da in der Einrichtung, wenn ich da vor Ort bin, als glaube ich doch gutes Beispiel, dass ich diesen Weg auch durchmachen musste und heute so ein tolles Leben führen darf.
weil da natürlich viele Ängste auch mitwirken, vor allem auch bei den Eltern. Kommen immer wieder viele Fragen auf, ja, wie geht es danach weiter, was sind die Nebenwirkungen, und ich glaube, gibt denen sehr viel Kraft, um auch zu sehen, dass es danach ganz normal weitergehen kann, und das ist das Schöne daran, deswegen investiere ich da auch ganz viel Zeit rein, und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass die ganzen Einrichtungen von den Spenden leben. Das haben wir heute auch erfahren, dass die öffentliche Hand nicht immer dahinter ist. Und ja, mit den Spenden werden da ganz viele tolle Sachen gemacht, und sie leben am Ende des Tages davon.